Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, welche Stichprogramme es alle gibt und welches sich für welches Projekt eignet und welchen Nähfuß man dementsprechend benutzen muss. Bei meiner Nähmaschine ist es ganz praktisch, wenn ich hier ein Stichprogramm einstelle, dann zeigt es mir schon einen Buchstaben für mein Nähfüßchen und diesen Buchstaben finde ich dann auch in meinem Handbuch hier und auch auf meinem Nähfüßchen. Da steht dann der Buchstabe J, das heißt, das ist der Zickzack. Nähfuß ist, den ich jetzt brauche, um einen Geradstich zu nähen. Ich wollte mir nur mal hier die Geradstiche anschauen und was man mit denen alles machen kann. Das stelle ich hier ein auf 2,5. Damit kann man ganz einfache Nähte nähen, wenn man Projekte zusammen näht. Für meine Puppenklamotten eignet sich das wunderbar. Dann kann man hier den Stoff auch kräuseln, um kleine Rüschen zu machen mit dem Geradstich. Oder man kann diese Biesen hier machen. Das muss ich bald mal machen bei einem kleinen Puppenprojekt. Wenn wir einen Reißverschluss anbringen wollen, dann brauchen wir das Nähfüßchen, das so aussieht. Das heißt I bei meiner Nähmaschine. Und das kann man entweder links oder rechts einklipsen hier. Je nachdem, auf welcher Seite man den Reißverschluss anbringt. Damit das Füßchen auf der richtigen Seite ist. Und dann können wir den Reißverschluss anbringen. Ich werde alle diese Videos mehr im Detail auch nochmal extra hochladen. Hier für den dreifachen Stretchstich brauchen wir auch wieder das Nähfüßchen J. Und das ist ein wunderbarer Stich, um stretchige Jersey-Stoffe und so weiter zu nähen. Oder zum Beispiel auch die Puppenkörperchen. Das zeige ich nachher nochmal ein bisschen im Detail. Dieser Stich ist super, der hält das alles schön elastisch. Man kann hier den am Stoff ziehen und es ist alles wunderbar elastisch und dehnt sich. Ganz klasse. Dann, wenn wir einen Blindstich nähen wollen, brauchen wir dieses Füßchen R. Das sieht dann so aus, wenn man eine Hose nähen will, zum Beispiel den unteren Hosenbund. Dann eignet sich dieser Stich wunderbar und wenn es dann alles in der passenden Farbe noch ist, dann kann man diese Stiche überhaupt nicht mehr sehen. Als nächstes schauen wir uns den Stretchstich hier an, die Nummer 3, den mache ich immer noch ein bisschen enger, damit er schön klein und fein ist für die kleinen feinen Arme und Beine für die Puppe. Das sieht dann so aus, das ist dann auch ein super Stich, mit dem man die Puppenkörperchen nähen kann. Oder eben mit dem dreifachen Stretchstich, das geht auch. Die eignen sich beide wunderbar, je nachdem was man bevorzugt. Und auch hier kann man sehen, dass sich der Stoff schön dehnt. Da passiert dann nichts, da reißt dann nichts, wenn man die Puppe schön feststopft. Als nächstes schauen wir uns den Zickzackstich an. Der ist super, um Kanten zu versäubern. Also als Überwendlingsstich eignet er sich. Und auch zum Aufnähen von Applikationen ist er klasse, so wie hier die kleine Eule, die nach einem Design von Mia Luna gemacht wurde. Sieht doch klasse aus. Dann kann man den Stich eben so einstellen, wie man das haben möchte, um den Look zu erzielen, den man gerne haben will. Dann haben wir noch den 3-Punkt-Zickzack-Stich. Der ist klasse, um stretchige Sachen zu nähen, um Gummis anzunähen, auch um Jersey-Stoffe zu nähen. Der geht auch wieder als Überwendlingsstich zum Versäubern von Kanten. Und dann haben wir hier unseren Nähfuß G für Überwendlingsstiche. Den setze ich jetzt hier erstmal ein und das ist ein Fuß, den man braucht, um Kanten zu versäubern mit diesen Überwendlingsstichen. Und es gibt Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8. Nummer 6 ist für leichte Stoffe, Nummer 7 für mittlere und schwere Stoffe und Nummer 8 ist für stretchige Jersey-Stoffe. Und wenn man eben keine Overlock-Maschine hat, dann kann man super hier mit der Nähmaschine einen dieser Stiche benutzen. Es geht auch ein einfacher Zickzack-Stich oder der 3-Punkt-Zickzack-Stich geht auch. Und jetzt mache ich einen groberen Stoff, da nehme ich den Stich Nummer 7. Und das sieht dann so aus, ist doch auch ganz schick. Es wird dann noch ein
Video im Detail geben, später in der Serie. Und als nächstes benutze ich den Überwendlingsstich für stretchige Stoffe. Der sieht dann so aus. Und wenn man dann ein Knopfloch nähen möchte, braucht man diesen riesigen Fuß hier. Da hatte ich einige Problemchen, um den zu finden. Da gibt es ein Video drüber. Erzähle ich, wie ich den gefunden habe endlich. Und den setzt man dann so ein. Da gibt es auch ein detailliertes Video später. Ich benutze jetzt hier Nummer 26 und dann mache ich das ein bisschen kleiner auf 0,2, nicht auf 0,5, damit die Stiche ein bisschen enger aneinander liegen und das Knopfloch schön aussieht. Und da passt auch unser Knöpflein hindurch. Und da kann man sehen, dass es verschiedene Knopflochdesigns gibt. Ein paar sehen ein bisschen merkwürdig aus, da muss ich dann später noch die Nadel, die Fadenspannung einstellen. Und es ist immer gut, ein bisschen ein Testmuster zu nähen, bevor man loslegt. Es gibt noch viele, viele andere Stichprogramme hier auf der Nähmaschine, dekorative Stiche und so weiter. Die benutze ich jetzt nicht so oft. Wenn ihr darüber noch ein detailliertes Video sehen wollt, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar. Aber jetzt haben wir uns ja erstmal so die grundlegenden Sachen angeschaut, was man so am meisten gebraucht. Und ich hoffe, das war hilfreich. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, welches Garn, welchen Faden, welche Fadenstärke man für welches Projekt und für welchen Stoff braucht. Ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!